Du bist bereit, okay. Hallo liebe Kinder, wir begrüßen euch zum Training am Mittwoch. Wie ihr seht, sind wir heute mal nicht auf dem Platz, sondern vor dem Platz. Weil Claudi hatte mal eine Idee für was anderes. Und das wird euch Claudi jetzt mal erzählen. Genau. Hallo Kinder. Heute machen wir mal ein bisschen anderes Training. Wir brauchen keinen Ball und wir brauchen auch keine Hütchen oder Socken oder Flaschen, sondern wir nehmen einfach die Natur. Und wir dachten uns, ihr geht ja bestimmt ab und zu mit euren Eltern mal spazieren und kommt unterwegs an ein paar Bäumen vorbei. Und die könnt ihr einfach als Hilfestellung nehmen. Wir fangen an mit ein paar kleinen Übungen zwischen zwei Bäumen, um etwas warm zu werden. Dann wollen wir mal starten, oder? So, wir haben unterwegs für uns jetzt drei Bäume gefunden. Die bilden jetzt gerade ein Dreieck. Wenn ihr unterwegs seid und findet vier Bäume, fünf Bäume, ist das auch okay. Zwei bräuchtet ihr schon. So, und wir fangen jetzt an mit leichten Laufübungen. Das heißt, Tommy läuft erstmal ein bisschen los, wird ein bisschen warm. Und dann geht er jetzt in den Hopserlauf, springt ein bisschen. Genau. Und ihr könnt ja auch mal versuchen, die Knie vielleicht noch ein bisschen höher zu kriegen. Somit springt ihr auch noch ein Stück höher. Super, Tobi macht es super. Und als nächstes wechseln wir in den Seitstellschritt. Da achtet ihr drauf, dass ihr die Füße immer schön zusammenkriegt, bevor ihr dann in den Sprung geht. Genau. So, das könnt ihr natürlich mit dem linken Fuß zuerst machen oder auch mit dem rechten Fuß zuerst machen. Wenn ihr, so wie Tommy das jetzt im Dreieck macht und euch wird langsam ein bisschen schummerig, dann könnt ihr auch die Richtung wechseln und damit wir nicht nur aufrecht unsere Beine ein bisschen erwärmen, gehen wir eine Etage tiefer in den Entengang. Ist natürlich ein bisschen anstrengend, von daher müsst ihr definitiv auch nicht so weit laufen. Vom Entengang könnt ihr auch dann mal wechseln in die Froschsprünge. Und dann könnt ihr wie ein Frosch halt springen. Dann habt ihr auch nochmal einen Sprung mit drin. Achso, ja. Ein Froschsprung. Genau. Ist schon so ein bisschen wie Hockstrecksprünge. Genau. Und um die Beine jetzt noch mal auszulockern, könnt ihr noch mal ein kleines Stück locker laufen. Und da vorwärts laufen ja recht einfach ist und wir auch im Spiel ja auch mal uns rückwärts bewegen müssen, um das Spielgeschehen unter Kontrolle zu behalten, könnt ihr mal noch eine kleine Strecke rückwärts laufen. Und zum Schluss könnt ihr noch mal mit beiden Beinen springen. Haltet die Füße schön zusammen. Und dann wechselt ihr am Baum auf den rechten Fuß und springt einbeinig. Und da wir ja zwei Füße haben und auch immer beide trainieren wollen, machen wir den Rest auf dem linken Fuß. So, wenn euch noch was einfällt, könnt ihr das ja gerne noch für euch erweitern oder uns auch Bescheid sagen. Dann können wir sowas ja beim nächsten Mal mit einbauen. So, als nächstes, wenn ihr zum Beispiel wie rechts von Claudi, haben wir jetzt einen Stock gefunden. Und mit dem Stock, wenn ihr ihn einfach findet, könnt ihr auch eine schöne Übung machen. Wichtig ist, dass ihr einen Untergrund nehmt, der möglichst flach ist. Ja, guckt, dass keine Steine irgendwo liegen, dass ihr euch verletzt, wenn er springt. Und dann fangen wir einfach mal an, bei dem Stock rechts und links mit geschlossenen Beinen drüber zu hüpfen. Super, das gleiche können wir auch mal probieren mit einem Bein. Genau, und wenn es zu schwer wird auf einem Bein, wechseln wir einfach aufs nächste Bein wieder und probieren das Ganze dann mit dem linken.
Ah, seht ihr, das ist nämlich schon ein bisschen schwieriger als mit zwei Beinen. Deswegen kurze Erholungsphase für Claudi. Mal nur auf einem Bein stehen und probieren, das Gleichgewicht zu halten. Aber wenn er richtig gut sein, könnt ihr das andere Bein nach hinten ausstrecken und mit dem Bein nach vorne noch ein bisschen gehen. Und mit dem Bein wieder zurück, mit dem anderen. Genau, super. Man zählt da so bis 10 ungefähr und dann könnt ihr das Bein mal wechseln. Ah, genau, jetzt Beinwechsel und jetzt beim anderen auch nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, jetzt haben wir uns kurz ausgeruht und dann können wir jetzt mal den Hampelmann machen. Passt auf, dass er ein bisschen weiter weg vom Stock steht, nicht dass er drauf trete, genau. Und dann los geht's, den Hampelmann. Und einige Kids hatten ja uns beim Training erklärt, dass es auch die Hampelfrau gibt. Dabei werden quasi die Arme auch hoch und runter gemacht, aber die Beine gehen nicht zur Seite, sondern nach vorne und nach hinten. Zeigt euch Claudi jetzt mal. Los geht's. Super, und als letztes, damit unseren Stock nochmal einbinden kann, stellen wir uns jetzt vor unseren Stock und probieren. Nee, einmal gedreht. Nee, anders, genau. Nee, ja, genau so. Stellen uns vor den Stock und springen jetzt vor und rückwärts über den Stock. Ja, mit 10 ruhig bis 10. Und dann kurze Pause, dann könnt ihr das Ganze nochmal machen. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Super, genau. Dann machen wir jetzt mal kurze Pause und gehen zur nächsten Übung. So, wenn ihr weiter spaziert, kommen ja nicht nur Bäume, sondern ihr findet auch ab und zu mal Laternen. Die könnt ihr natürlich dafür auch nehmen. Und ihr könnt für euch ja auch mal einen kleinen Wettbewerb machen. Also Mama und Papa spazieren und ihr lauft von, ihr, genau, ihr versucht schneller zu sein als Mama und Papa an der ersten Laterne. Ihr rennt aber bis zur zweiten und kommt dann quasi wieder zurück. Wir zeigen okay. euch mal. Also du bist jetzt Mama und Papa? Genau, ich bin Mama und Papa und Tommy ist das Kind. Und du sagst los. Ich sage los und genau, Tommy läuft hier von hier aus gesehen bis zur zweiten Laterne, die ist da ganz hinten. Und wir treffen uns, mal gucken, wer zuerst an der ersten ist. Auf die Plätze, fertig, los. Ich spaziere natürlich, so wie Mama und Papa auch spazieren. Und Tommy flitzt vorne weg. So, genau, jetzt kommt er schon zurück. Und mal gucken, wer schneller ist. Ah, Tommy hat gewonnen. Das könnt ihr natürlich beliebig oft wiederholen. Da ist noch eine Laterne. Und Tommy rennt schon wieder. So, dann laufe ich jetzt mal ein bisschen schneller. Spornt ihn noch ein bisschen an. Genau, passt immer schön auf. Hier liegt noch ein bisschen Schnee, dass ihr natürlich nicht wegrutscht. Wir wollen ja keine Verletzungen. So, und da kommt er schon. Und da kommt er schon. Oh, ich muss ein bisschen schneller laufen. Ah, und auch das hat er wieder geschafft. Ja, und das könnt ihr beliebig oft wiederholen mit Laternen, mit Bäumen, bis ihr ausgepowert seid. So, wenn ihr am Seitenrand irgendwo mal einen schönen Baumstamm findet oder ein paar, könnt ihr auch eine Treppe mit einer großen Treppenstufe nehmen. Machen wir jetzt quasi unseren Hotstepper auf dem Baumstamm. Dazu legen wir erstmal den rechten oder linken Fuß am Anfang auf den Baum und springen erstmal von dem rechten auf den linken ganz langsam im Wechsel. Genau, schön langsam am Anfang, so dass ihr auch ein Gefühl für die Baumhöhe bekommt. Oder wenn ihr merkt, es klappt gut, könnt ihr halt immer schneller probieren, den Wechsel zu kriegen. Genau, Claudi macht ihr jetzt schon mittlerer Schnelligkeit. Und wenn ihr auch merkt, dass das super klappt, könnt ihr immer schneller werden. Jawohl, super. Kurze Pause könnt ihr zwischendurch einlegen. Ja, und wenn ihr dann wieder könnt, könnt ihr das Ganze nochmal machen. Oder wenn ihr sagt, das reicht euch für heute,
dann macht das nicht. Aber ich glaube, Claudi schafft auch einen Durchgang, oder? Ja. Okay, dann nochmal los. Und wir machen mal bis 10, okay? Also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Super. So. Wie ihr seht, sind wir an einer Treppe angekommen. Also falls ihr unterwegs keinen Baumstamm oder keine Stöcker findet, um den Hotstepper zum Beispiel machen zu können, könnt ihr natürlich das auch mit an der Treppe machen. Genau, immer schön langsam, abwechselnd, rechts und links. Wenn ihr merkt, es ist okay so und die Höhe passt auch, dann könnt ihr das ein bisschen schneller machen. Genau, so. Und dann eine kurze Pause. Und wenn ihr wollt, macht ihr das natürlich nochmal. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Beine ausschütteln. So, jetzt sind wir ja schon an der Treppe angekommen. Auch hier können wir kleine Laufübungen machen. Hier müsst ihr unbedingt aufpassen, wie die Wetterlage ist, ob die Treppe nass ist, ob die komische Platten zwischen hat, dass ihr euch umknickt oder wegrutschen könnt. Also macht das bitte nur, wenn die Treppe auch in Ordnung ist und ihr euch da nicht wehtut. Zum Anfang könnt ihr erstmal langsam und locker hochlaufen. Passt unbedingt auf, auch beim Runtergehen. Wenn euch das Langsame zu langsam ist, könnt ihr natürlich auch da die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Und auch auf der Treppe kann man ein paar Sprungübungen machen. Tommy macht jetzt mal den Hampelmann. Also einmal mit Beinen auseinander, dann geschlossen, auseinander, geschlossen. Ihr müsst es auch nicht die ganze Treppe bis nach oben machen. Es reichen auch, wenn ihr 3-4 Stufen nur nehmt. So, immer schön vorsichtig wieder runterlaufen. Wenn ihr unten angekommen seid, könnt ihr ja mal mit geschlossenen Beinen, also ohne Hampelmann, sondern nur geschlossene Beine nach oben springen. Füße. Sehr gut. Und ihr könnt auch gerne mal versuchen, das nur mit einem auf einem Fuß zu machen. Natürlich ein bisschen schwerer. Und da wir auch nicht nur einen rechten Fuß haben, sondern auch einen linken und immer beide trainieren wollen, machen wir das Ganze noch mit links. Sehr gut. Und das könnt ihr auch erweitern, wie ihr wollt. Vielleicht fallen euch ja noch ein paar Übungen ein. Die könnt ihr uns natürlich gerne schicken. Sehr gut. So, jetzt kann man noch was für die Arme machen. Und zwar, wenn der Boden dreckig ist, muss man die Liegestütze nicht unbedingt auf dem Boden machen. Da kann man sich zum Beispiel eine Bank suchen. Oder wie hier haben wir eine kleine, ja, wie nennt man das, Umzäunung. Ja, kann man auch die Hände rauflegen. Und dann schön durchstrecken. Po nicht zu hoch und nicht zu tief. Und dann fangen wir an, mal ein paar Liegestütze zu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann können wir kurz mal ausschütteln. Ja. Dann können wir nochmal uns auf die, ja, wie nennen wir es denn jetzt, Zaun? Wir sagen einfach Zaun. Dann können wir uns nochmal auf den Zaun stützen und zum Beispiel kalte Hände? Nee. Genau, auf den Zaun stützen, machen wir Liegestützposition. Und jetzt machen wir nur ein Bein einfach nach hinten hoch. Von mir aus, genau. Zack, wieder runter und wieder hoch. Achso, Claudi wechselt gleich. Okay, wir machen es gleich mit Wechsel. Rechtes Bein, linkes Bein immer im Wechsel. Zack, zack, immer kurz hoch und wieder runter. Nochmal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wieder ausschütteln. Genau. Und als nächstes kann man das auch mit den Armen machen, dass wir immer einen Arm sozusagen nach vorne machen
Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Wenn das Wetter nicht ganz so schlimm wäre, dann könnte man das auch andersrum machen, dass er die Füße quasi auf den Zaun legt. Und nee, für Claudi ist das gerade nichts. Warte, komm, wir wechseln mal schnell. So. Wenn die Füße hier auf den Zaun mache und dann quasi unsere Liegestütze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auch hier könnt ihr die Übung wieder machen mit dem Arm nach vorne ausstrecken. Oder wie manche vom Yoga kennen, diesen Sonnengruß. Ja, nicht immer vorne, sondern richtig so aufdrehen. Nach oben gucken und so könnt ihr auch zur anderen Seite machen. Dann machen wir nicht nur was für unsere Beine, sondern auch für unsere Körpermitte. Genau. So viel für unsere Armmuskulatur. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und jetzt fängt es auch gerade an zu schneien. Mal schauen. Vielleicht sehen wir mal von euch was. Wir vermissen euch auch ein kleines Bildchen oder. Genau, ein kleines Übungsvideo, damit wir euch auch mal wieder sehen können. Und ja, ja. Ansonsten bleibt gesund und munter. Achso, von Erik sollen wir noch einen schönen Gruß ausrichten? Genau. Ja, bleibt gesund und munter. Euer Tommy und Claudi. Ciao, ciao. Tschüss.